Shivanath und Shivram Sahu teilen sich zwei Beine und vier Arme und arbeiten zusammen, um sich fortzubewegen. Die Zwölfjährigen verblüfften die Ärzte mit ihrer Fähigkeit, sich selbst zu waschen, anzuziehen und zu ernähren und sagen, dass sie entschlossen sind, sich nie zu trennen. Sie können ein angepasstes Fahrrad benutzen und mit Freunden in ihrem Dorf in der Nähe von Raipur in Zentralindien Cricket spielen. Shivram sagte, wir wollen nicht getrennt werden. Wir werden so bleiben, auch wenn wir alt werden. Wir wollen so leben, wie wir sind. Es wird angenommen, dass sie den gleichen Magen teilen, aber unabhängige Lungen, Herzen und Gehirne haben. Die Brüder benutzen die Treppe ihres einfachen Hauses auf zwei Ebenen und lassen sich auf dem Weg zur Schule wie eine Spinne auf die Glieder fallen. Shivanath sagte, wir haben uns alles selbst beigebracht. Wir fahren mit dem Fahrrad zur Schule und Cricket spielen ist kein Problem. Die Jungs sind auch talentierte Schüler, die an ihrer Schule als Spitzenschüler gelten, sehr zum Stolz ihres Vaters Rai Kumar, 45. Der mit Srimati verheiratete Arbeiter, der auch fünf Töchter hat, beschützt seine Söhne sehr und lässt sie das Dorf nicht verlassen. Er sagte, für alle macht es Spaß, meinen Kindern zuzusehen, aber nur ich verstehe all die Probleme, die sie haben. In der Regenzeit fällt es ihnen schwer zu laufen und wenn einer sitzen will, muss sich der andere hinlegen. Aber sie kämpfen nicht. Sie haben ähnliche Meinungen und wenn einer sagt, er will spielen, stimmt der andere zu. Rai sagt, er würde sie nicht von einem Arzt trennen lassen, selbst wenn er das Geld hätte und die Operation rentabel wäre. Er fügte hinzu, Gott hat sie so geschaffen, damit sie so gehen müssen, wie sie es tun und sie werden so bleiben. Ich will nichts anderes. Selbst wenn die Ärzte das sagen, werde ich meine Kinder nicht trennen. Ich habe kein Interesse an Geld. Ich bin derjenige, der hart arbeiten wird, um sie zu ernähren. Ich brauche keine Hilfe. Siamesische Zwillinge treten auf, wenn sich Zellen, die durch sexuelle Fortpflanzung gebildet werden, nicht vollständig trennen. Es wird angenommen, dass die Situation einmal bei etwa 50.000 Geburten auftritt, aber nur 1% schafft es bis zum ersten Geburtstag. Zwei Drittel werden totgeboren. Fotos der Zwillinge wurden Dr. Krishan Chug, Leiter der Pädiatrie am Fotis Memorial Research Institute in Gurgaon, gezeigt. Er hält eine Trennung der Zwillinge für möglich, aber es würde drastische Folgen für Shivanath haben. Während Shivram wahrscheinlich beide Beine behalten und ein gewöhnliches Leben führen könnte, würde Shivanath ohne Beine zurückbleiben und eine Vollzeitpflege benötigen. Diese Operation ist möglich, sagte er. Sie scheinen klug genug, um darüber nachzudenken, finanziell, wirtschaftlich und physisch unabhängig zu werden. Vielleicht können sie sogar heiraten. Es gibt Fälle, in denen so etwas passiert ist, in denen siamesische Zwillinge zwei verschiedene Frauen und 21 Kinder hatten. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst. Und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.